Servus und hallo again, jetzt wieder der Marty. Wir zocken den Eastside Hockey Manager, die Folge 18. Am 18. Spieltag müssen wir gegen die Montreal Canadiens spielen. Ich bin ein wenig außer Atem, da ich jetzt das dritte Mal diese Folge aufzeichne. Ich werde alt, ich bin in Frack gefährdet, weil der Kater oben gerade wieder das halbe Wohnzimmer zerlegt hat. Wo ich gerade war, war beim Scouting. Hier machen wir mal weiter, die Jugendspieler, ist schon einiges Interessantes dabei. Die haben wir für den nächsten Draft gescoutet. In Asien gibt es nichts Interessantes. In Deutschland gibt es Spieler, allerdings sind das schon ehemalige Spieler aus den Staaten, die im Moment, ja, wir haben überhaupt keinen Deutschen hier, die in der DEL spielen. In Central Europe gibt es einen Nick Spelling in der Schweiz, aber auch der hat bei Pittsburgh letztes Jahr gespielt, nein, 2014, 2015. Was er danach die Jahre gemacht hat, ist fraglich. 7,67. Was gibt es hier noch? Eastern Europe. Traktor, der ist 17. Der würde mir zusagen. Vitali Kravtsov. Also, er ist für den nächsten Draft. Dann kann ich jetzt gar nicht verpflichten. Ich dachte, ich kann denen schon vorher einen Vertrag anbieten. Aber man lernt auch hier nie aus. Also der NHL Entry Draft. Da haben wir auch schon unsere Scouts. Nordamerika. Hier 14 Jahre und schon 5 Sterne. Ganz stark. Skandinavien. Rasmus Asplund. Kann ich den jetzt zum Beispiel? Okay. Nein. Ach, der ist von Buffalo schon. Ah, okay. Ist ja auch blöd. Also irgendwie hat uns das Scouting jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt simulieren wir mal einen Tag vor. Also muss das cancel jetzt. Okay, also gut. Jetzt nochmal, also Skandinavien. Südeuropa haben wir gar keinen. Spielt man nicht Eishockey. UK. Adam Brace. Hat in der DEL zweimal bei Heilbronn gespielt, ist aber auch immer wieder in den Staaten gewesen. Was ist er denn für ein... Ah, ist ein Kanadier, okay. Also, dann schon Ältere dabei. Das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. In Österreich, das sind natürlich auch nur Amerikaner. Belarus. Kutuzov, 31. Naja, gut. Also, nichts Bewegendes dabei. Konzentrieren wir uns auf das Spiel gegen Montreal. Und da sind wir auch schon soweit. Die anderen Spiele sind die New York Islanders gegen Colorado, die Flames aus Calgary gegen die New Jersey Devils und eben Chicago gegen Montreal. Aufstellung. Wir müssen noch auf Hartman verzichten. Haben 20 eingekleidet quasi. Und werden jetzt... Crawford hat 14 Spiele, also das wird er jetzt noch machen. Das 15. Dann wird wieder im nächsten Spiel Forsberg die Chance bekommen. Ja, ich bin am Überlegen, was ich machen soll, wenn Hartman wieder fit ist. Der wird auf jeden Fall reinkommen.
Ist ja ein recht solider Spieler. Wobei er hat auch minus 5. Hm? Den Fortin, oder wie auch immer man den ausspricht, Alexandre Fortin. Der hat in 5 Spielen 2 Scorerpunkte, plus minus 0 und eine Note von 7. Was recht gut ist. Toews kommt überhaupt nicht in die Gänge. Minus 1 hat er jetzt aber. Also arbeitet sich langsam hoch. Hatte eine 8 im letzten Spiel. So, also, weiter geht's. Rosival ist unser Defender, der draußen sitzt. Und wir werfen den Puck. Chicago in Rot, die Canadiens in Weiß. Und Tor! Allerdings für die Montreal Canadiens. Und der Ausgleich. Toews. Opfer bei Kane und Seabrook. Die genauen Statistiken sehen wir uns in der Drittelpause an. Oh, jetzt. Und das 2:1 für Montreal. Heute mehr los als in den letzten Wochen. Aber, oh, jetzt. Und das 3:1 dann noch im ersten Drittel. Jetzt geht's aber ab. 4:1 noch im ersten Drittel. Das scheint eine derbe Klatsche für uns zu werden. Dann haben wir Drittelpause. Die Boxscore sehen wir uns an. Plekanec mit dem Treffer. Sein 14. Score gibt schon. Sehr stark der Center. Vorbei Weber und Pacioretty. Die schauen wir uns gar nicht so genau an. Toews. Sein 7. Tor. Damit jetzt auch für ihn 11 Punkte. Aber das hilft ihm heute nichts. Assist für Patrick Kane. 14 Punkte jetzt für ihn. Und Seabrook. Für ihn der 6. Assist. Ein starker Verteidiger. Allerdings ja auch schon 32. Dann trafen noch Hemsky, sein 2. Tor. Charles Hutton, sein 3. Saisontor. Und Gallagher mit seinem 6. Treffer. Und 0,04 hinten und können wahrscheinlich das Spiel schon abschreiben. Also. Aber. 4:2. Hero macht. Also, Tanner Kiro mit seinem 5. Treffer, 8 Punkte für ihn. Auch eher solide. Vor bei Nick Schmaltz, 15. Punkt für ihn, der 10. Assist. Schmaltz hatte ja letztes Jahr 61 Spiele und dabei 28 Scorer-Punkte. 6 Treffer, jetzt hat er schon 5 nach 17 Spielen, also der macht sich gut. Der ist 21, also vielleicht ein zukünftiger Franchise-Player. Auf Callahan's Assist dann auch noch der 8. für ihn auch 14 Punkte. Damit kommen wir dann zum letzten Drittel. Und Tor, Kiro! Wieder auf Vorwärts, Forsling und Callahan. Kills. Jetzt die letzten 2 Minuten. In Echtzeit quasi. Aber wir kommen nicht an die Scheibe. Und bringen auch den Torwart nicht raus, die Hawks. Oh, schöner Schuss da. Das war Schmalz. Jetzt. Forsling und Murphy. Nein. 32 Sekunden noch. Murphy. Und da ist Callahan. Aber ja, hätte er vielleicht jetzt den
Und das war's. Schade. Wir verlieren 4:3. Aber nach dem unheimlich schwachen ersten Drittel ist die Mannschaft gut zurückgekommen. Kiro heute 2 Treffer. Das ist Nummer 5 und Nummer 6 für ihn. Forsling auch er mit dem 6. Assist, der Verteidiger. Ja, auch erst 21 Jahre. Zweite Saison in Chicago, die erste, ja, wohl bisher komplette, letztes Jahr 38 Spiele, da hat er 5 Punkte gehabt, jetzt hat er schon 7 Punkte. Und Callahan wieder mit dem Assist, auch für ihn Punkt Nummer 15. Aber wie gesagt, wenn du verlierst, hilft es dann auch nicht viel. Wir verlieren also 3:4. Die New York Islanders verlieren gegen Colorado mit 2:4. Und Calgary besiegt New Jersey mit 4:3. Vom Standing her sieht es jetzt so aus. Wir sind weiterhin natürlich weit weg von den Playoffs. 15 Punkte, 13. Platz. Hinten ist ein bisschen Abstand zu den Vegas Golden Knights und den Dallas Stars, wobei die natürlich 3 bzw. 2 Spiele weniger haben. Ich weiß es nicht. Die Mannschaft gefällt mir eigentlich in vielen Spielen ganz gut. Aber gerade solche Spiele, die sollst du halt auch mal gewinnen. Heute können wir mal schauen nach den Player Stats. Also, und zwar die Tore in der aktuellen Saison. Top-Torschütze ist Jaden Schwartz von den St. Louis Blues mit 13 Treffern. Vor wem wohl? Alexander Ovechkin von den Washington Capitals, ebenfalls 13 Tore. 11 Punkte dann Evgeny Malkin von den Pittsburgh Penguins. Ich muss immer überlegen, dass ich nicht Pittsburgh Pirates sage, aber das ist das Baseball-Team. Dann der nächste Spieler von St. Louis, Wladimir Tarasenko mit 10 Treffern. Columbus Alexander Wenberg hat auch 10. Corey Perry von den Anaheim Ducks ebenfalls 10. Max Domi, der Sohn von Ty Domi, dem ehemaligen Goon von den Arizona Coyotes, ich sage immer Phoenix Coyotes, jetzt fällt es mir auf, Arizona Coyotes natürlich, ich glaube, ich habe in jedem Teil jetzt immer Phoenix Coyotes gesagt, ist egal. Und 8. Platz Los Angeles Anze Kopitar, auch er hat 10 Tore. Von uns ist der beste Torschütze Jonathan Toews mit 7 Treffern auf Platz 32. Assists, Tyler Seguin von Dallas mit 14 Assists. Mika Rantanen, Colorado 13. Daniel Sedin, ja, der ist auch schon 37, weiß ja, wo die Sedin-Brüder damals in die NHL gekommen sind. Hat 13 Assists. Thomas Hertl, San Jose 12. Shea Weber 12. Wladimir Tarasenko, St. Louis 11. Und dann haben wir noch Pacioretty, Montreal, den haben wir heute gesehen. Kujero von Tampa Bay, John Klingberg von Dallas, Zdastny von St. Louis, Mark Giordano von Calgary und Michael Del Zotto von Vancouver, auch noch mit 11. Das gibt es punktemäßig einen führenden Tyler Seguin von Dallas mit 22 Punkten. Jetzt ist Dallas aber das schlechteste Team, also auch interessant. Was ist denn mit dem hart noch einen Vertrag bis 2019 verdient? Ja, 5,7 Millionen. Vor Tarasenko von St. Louis mit 21. Mikko Rantanen in Colorado 21. Evgeny Malkin 20. Und Max Pacioretty Montreal ebenfalls 20. Bei uns zwei Spieler mit 15. Ryan Callahan auf Rang 25 und Nick Schmaltz auf Rang 26. Beide haben auch eben, wie gesagt, 15 Punkte. Plus-Minus-Bilanz können wir auch noch schauen. Plus 19, Thad Jones von den Columbus Blue Jackets mit 19. Strafminuten, Cody McLeod von Nashville 64 nach 12 Spielen. Antoine Russell von Dallas 64. Tom Wilson, Washington 54. Ja, so sieht's aus im Moment. Und für uns war es jetzt der 18. Spieltag. Wir müssen am 19. wieder gegen Philadelphia antreten. Gegen die haben wir ja zuletzt 3:0 gewonnen. Die Flyers sind in der Tabelle. Wie immer bin ich nicht richtig. Die Flyers sind in der
Eastern Conference auf dem 9. Platz. Also mit 19 Punkten, also auch deutlich besser als wir. Aber gut, das muss nichts heißen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und der nächste Teil dann morgen. Servus und bye bye.